We komen hier bij een ultra onprofessionele rondvonk. Oh, die flinke zoom, zeg. De vraag die, zou zeg je shake of meester? Leonard, de vraag naar dat moment zoiets heel persoonlijks. Erg heavy. Wow. Maar ja, het was zo in het moment zo, zeg maar, dat het Kun je vertellen van ja, hoe je hier bent gekomen? Hoe het ging eigenlijk? Ik ben op een gegeven moment naar de moskee gegaan gisteren in de buurt van Noordkullen. En in Noordkullen daar hebben ze dus een klein moskeetje daar zo in zo'n appartementachtig complex. En uiteindelijk. We hebben die mij doorverwezen naar de grote moskee. Dan ben ik daar naartoe gegaan en heb die me doorverwezen. Ze zijn wel soefies of iets of zo. Want ze waren een beetje terughoudend en zo. Dan zijn ze wel soefies. Hebben ze me hier naartoe gestuurd. Dus ik zoek. Maar ik kwam binnen. Dan kom ik daar binnen, zo'n tapijt en alles. Gewoon zo'n woonhuis. Er staat op de bel staat zoiets van Sufi, de ware mens. Gewoon een bel op een deur van een huis. Ik bel aan, ik loop binnen. Ik word ook meteen binnengelaten. En wat er gebeurde was, ik doe die deur gaat open, ik kom binnen en daar staan mensen die staan er zo te draaien, weet je. En dat was echt, ik dacht, waar ben ik nu terecht gekomen? Maar eigenlijk precies wat ik me zocht of zo in dat moment. Ja, we zijn hier bij Bahnhof Zoologische Kaarten. Soen, in de Hard Culture Site, dat is een programmegeving van. Genau, ja. Wie heißt das Programm? Das heißt Harmonie. So der Center von Antwerpen. Und ich mache das mit zwei Freundinnen von mir. Die Freundin von mir, also die, eigentlich hat das angefangen, dass eine Freundin von mir, Isabel, sie hat ein Magazin gestartet. Und wirklich so gedunk. Ja, weil das war alle live, weißt du, und ich musste das so präsentieren und ich hörte auch meine Stimme so, weißt du, so der Stimme, Spannung einfach. Schlägt auf einmal so genau. Weg. Wir kommen hier bei einem ultra professionellen Rundfunk. Wir reden mit uns von der Zentrale, die das Programm Harmonie macht. Ab Oktober geht's los. Ab Ende Oktober geht's los. Van de Ultrahunter is we zijn uitgenodigd om bij Bikini Berlin live te streamen, denk ik wel. Ik sta hier en er gebeurt van alles hier beneden. Seit ich in Berlin heb ik twee gedichten voor ons geschrieben. Eine über den Eisberg Knut, der leider jetzt glaube ich, in April schon ist. Ja, das war dramatisch. Und deswegen ist das auch ein dramatisches Gedicht geworden. Und eine Wende in Nordsee, hast du gestern gehört. Wie hieß das Gedicht? Testament in Nordsee. Ja, ich bin die übermütige Täucher und die blöde Matrose. Ich bin das wegwehende Handtuch in die verlorene Badehose. Und das ertrunkene Mädchen, das alleine Schwimmer war. Ich bin die Muschel, die Oyster, die Perle und der Kaviar.
Ich bin alle Wracke, die auf meinem Boden liegen, von alle passierte Unglücke und vergangenen Kriegen. Ich bin Backbord, Steuerbord und die unlogische Fahrrut. Ich bin die Angst für Wasser und die Hochmut. Oder wie bist du dabei gekommen? Hast du dich emotional verbunden gefunden mit Knut? Oder? Knut war eigentlich kein Eisbär, aber er war ein Mensch, weil er war ein Superstar. Weil Knut war nämlich 4 Jahre alt, wenn er gestorben war. Und er hat, das ist ungefähr, wenn man das mit Menschen vergleichen kann, so 20 Jahre alt beim Menschen. Mhm. Und er hat ja viele traurige Sachen so durchgemacht in seinem Leben. Zum Beispiel, seine Vater hat ihn, war direkt weggelaufen, seine Mutti auch. Wollte nichts mehr mit ihm zu machen haben. Seine Zwillingbrüder ist gleich gestorben. Dann hatte er eine neue, so quasi Vati, das war seine Versorger, Thomas Dörflein. Er war auch gestorben. Und er hat eine Freundin so gehabt. Und die Freundin hatte keinen Bock mit ihm zu sein. Dann hat er zu viel gegessen, war zu groß geworden und dann war er sehr. Weil es schikaniert war auch durch seine Mitbewohner so für sehr lange Zeit. Mhm. Und ja, es ist alles sehr traurig. Aber die Leute haben immer so Fotos gemacht von ihm. Also er war ein bisschen wie ein Popstar und das hat mich interessiert, dass nicht nur Menschen so Projekts sein können, aber auch Tiere oder Objekte. Oder. So die ersten drei Wörter von meinem Gedicht sein. Knut ist nicht mehr, aber er war mehr Mensch als Eisbär. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. De Sufi, of de dervish, die probeert een nul te worden, een nul, het ego los te laten en een nul te worden, want ze wil niet op zelf op nummer 1 staan, maar op nummer 0, waardoor eigenlijk, maar zet eigenlijk op, de schepper op nummer 1, waardoor die nul die hij dan zelf is, wordt uiteindelijk een oneindig zo. In ieder geval, dat maak ik toch van. Polizei. Spannend. Ja, heel spannend. Es war halt allemal umdreht. Opende Pforten der Liebe. Wann dachte es war halt allemal umdreht. Allemal. Opende Pforten der Liebe. Open.
Wahrheit alle Mal und des Opende Worte der Liebe wandert des Wahrheit alle Mal.